Die ist noch da, oder? Ja, da ist sie, da war sie, Jetzt, wo ich das weiß, ganz ehrlich, das da unten, da gehen wir nie wieder lang. Wir haben nämlich gesehen, als letztes ist der Geist nach links wieder. Das heißt, wenn wir jetzt nach rechts gehen, sollten wir eigentlich, wir sollten safe sein. Hier ist noch eine Tür. Okay. Und ich merke mir diesen Schrank. Leute, ich werde mir diesen Schrank hier gut einprägen. Was ist das hier? Yo! Wie sympathisch! Ein Kinderzimmer mit Puppen. I remember this lamp. It contains a secret. Was? Die Lampe hat ein Geheimnis? Na, mal gucken. Drehen Sie den rechten Stick. Es gab kurz eine Vibration bei mir. Also, mein Controller! So, warte. Ich drehe mal vielleicht einmal ganz rum, bis man es vielleicht irgendwie sieht, dass irgendwas passiert. Also, ich sehe bis jetzt noch nichts. Nee. Ich sehe es nicht. Oh, da waren zwei Sachen, oder? Ich denke, es funktioniert als Lever. Ist ja wirklich ein Hebel in der Hand. Alles klar, wir erkunden mal was weiteres. Vielleicht finden wir gleich das Rätsel. Aber Zorro hat's ja schon gequotet. Okay, ein weiteres Klo. Gästeklo. Oh! Oh! Sympathisch! Alles klar. Also sagen wir es mal so, das ist schon praktisch. Was? So Durchgangsklo ist echt schon sehr, sehr... Ich weiß nicht, habt ihr ein Durchgangsklo? Warum? Dann ist hier so ein Zimmer und wenn man von hier nach da will, dann muss man immer hier die Leute auf dem Pott stören. Ist so. Vielleicht finden wir noch irgendwo einen Hinweis auf dieses Rätsel. Vielleicht hilft uns ja das nette Dienstmädchen. Ah. Oh! Sympathisch! Ein Siegel an der Tür. Sympathisch. Immer diese Vandalen. Vandalismus. Das war da vorher noch nicht. Ein Schrank. Aber ein Schrank, wo man links und rechts Blitze gesehen hat. Eventuell kann man den verschieben. Vielleicht steht der nur irgendwie vor irgendwas davor. Ja, nee, leider nicht. Man sieht dahinter. Schade. Oh, was ist das denn? Ein Koffer? Der hat bestimmt Henry gehört, als er hier wieder angereist ist. Vielleicht Engel auf Engel? Können wir gleich mal versuchen. Machen wir gleich. Ihr müsst theoretisch nur Bammel haben, wenn das Spiel speichert, wie vorhin bei der Oma. Jo, das stimmt. Ein guter Indikator. Ein guter Indikator für ein Indie-Game. Ein einzigartiges Geräusch kommt aus dem Schrank. Irgendwas muss sich hinter dem Schrank befinden. Ich sollte es mir genauer ansehen. Was denn für ein Schrank? Der Schrank? Wenn sich dahinter was befindet. Dahinter! Was? Bitte, was? Da stand sogar ein Symbol! Seit wann denn? Das war doch am Anfang noch nicht da! Yo! Es speichert! Das ist nie was Gutes! Leute, bitte nicht! Bitte nicht! Oh nein, jetzt muss ich, glaube ich, schnell gehen. Ich probiere hier Schrank. Da findet dich keiner. Komm schon. Ich hoffe wirklich nicht, dass die in den Schrank geschaut. Als ob die jetzt weg ist. Die ist nie im Leben jetzt weg. Die ist noch da, oder? Ja, da ist sie, da war sie, Machen wir das also, weiter? Ich empfehle übrigens beim Stream Kopfhörer zu benutzen. Ja! Weil das Spiel macht recht gute Sachen mit Directional Sound. Das kommt, glaube ich, nicht so gut, wenn man es nicht mit Kopfhörern hört. Was ein Beat! Habe ich mir auch gedacht. Das war Techno. Durch die Mondscheinsonate habt ihr die Geister gerufen. Ich weiß ja nicht. Wieso sind hier einfach zwei Schränke in diesem Raum? Vielleicht ist in dem einen schon jemand drin.
das sind auch. Sie doch bestimmt. Alle zusammen in dem Schrank. Jetzt, psst, da kommen die Dodos. Versteckt euch. Das stimmt. Versteckt euch. Was ist das denn? Hol mal raus den Scheiß. Alles klar. Die Seelen der Toten machen nichts, ohne eine Gegenleistung zu fordern. Sie lieben Rätsel und helfen nur, wenn die Rätsel gelöst werden. In der Regel haben die Rätsel etwas mit ihrem vorherigen Leben zu tun. Um sie zu lösen, muss ich tief in ihrer Vergangenheit graben und habe unzählige Details aus ihrem Leben entdeckt. Sie zu lösen. Also musste ich. Musste ich tief, Entschuldigung. Dank der Tagebücher war es nicht schwer. Aber bei Kindern ist es viel komplizierter. Sie wollen im Grunde nur eines. Sie wollen spielen. Aber ihre Spiele sind anders. Manchmal errichten die Toten in der Gegenwart Barrieren, die Lebende nicht überwinden können. Sie öffnen die Barrieren nur, wenn ihre Bedingungen erfüllt werden. Wir dürfen niemals vergessen, dass die Toten die Welt durch andere Augen sehen. Na gan... Oh! Bitte was? Der andere Schrank, der andere Schrank. Du-di-du-di-du, der andere Schrank. Du-di-du. Toll. Jetzt sind wir Teil des Mobiliars. Aber, yo, warte, was? Feind. Ich muss den anderen Teil des Fotos finden. Ah, das hier ist nur ein Teil des Fotos mit einer Frau, vermutlich die Besitzerin. Euer Herz rast nicht, alles gut. Das ist der Junge. Ein doch, Mensch. Also doch ein Junge. Ein Mensch. Ich glaube, es ist ein Mensch. Gefunden. Cool. So, warte. Bekommen wir jetzt weitere Infos? Okay, wir brauchen noch mehr. Wahrscheinlich noch zwei. Was ist das? Liebes Tagebuch, ich verstehe nicht, was in diesem Haus passiert. Ich kann niemandem mehr trauen. Gestern bin ich mitten in der Nacht aufgewacht und habe nach den Kindern gesehen. Oh, das war, ist anscheinend die Dame. Im Kinderzimmer habe ich einen seltsam vertrauten Geruch wahrgenommen. Es roch wie Harold, wenn er von der Jagd zurückgekommen ist. What? Ich habe unter dem Bett nachgeschaut und enthauptete Tierkadaver gefunden. Was? Da war so viel Blut zwischen Dreck und Fellfetzen. Und dieser Gestank unter den Betten meiner Kinder. Ich habe die Kinder in mein Bett gebracht und meine Bediensteten angewiesen, alles zu säubern. Wer würde sowas tun? Es scheint mir, als würde jemand versuchen, mich absichtlich in den Wahnsinn zu treiben. Als würde mir jemand das Einzige nehmen wollen, was mir geblieben ist. Meine Kinder! Das war ungefähr einen Monat nach Harolds Tod. That's terrible. Ja. Das ist es in der Tat. Wenn ihr noch weitere findet... Sagt Bescheid. Sagt Bescheid. Ich war's nicht. Ich war's nicht, Fifi. Wir werden das investigieren. Wenn du es warst, wir werden dich herausfinden. Okay. Okay, wir werden das letzte Teil auch noch finden. Weißt du, worauf wir jetzt auf der Suche sind, Bruder Herzbär? Ja. Nach dem letzten fehlenden Stück. Ja. Nach dem One Piece. Nach dem One Piece. Oh nein, da müssen wir bei der Grand Line suchen. Da habe ich jetzt... Ich habe gar kein Schiff dabei. Ich habe gar kein Schiff dabei. Da muss man echt schon genauer suchen, ein bisschen. Da ist es. Sehr schön. So, das heißt, jetzt haben wir das Foto komplett. Und ich, ja, ich setze das jetzt einfach ein, oder? Da passiert dir jetzt nichts. Boah, komm, da kommt kein Jumpscare. Was? Hast dich da jemand erhangen, oder was? Da bin ich hier auf dem Foto. Ist das etwa meine... Oh nein. Eine Schlinge? Okay, der Geist scheint diese Frau nicht sehr zu mögen. Oder... Sie hat wirklich Selbstmord begangen. Sie hat wirklich Selbstmord begangen. Und das ist ein Hinweis darauf. Wenn wir die Namen wüssten von denen... Das wäre sehr, sehr gut. Okay. Haben wir denn... Ja, jetzt ist die Tür offen und wir können weiter. Der Geist will uns irgendwas sagen, aber ich weiß noch gar nicht, welcher Geist. Ich weiß noch gar nicht, welcher Geist. Also... Ob jetzt der des Kindermädchens, der Mutter, der Kinder? Hinweis, nicht in diesem Raum und es hat nichts mit der Lampe an sich zu tun. Okay. Also ist es vermutlich, weil immer wenn ich drehe, bekomme ich so eine Art Widerstand nach einer Umdrehung. Ist es so wie bei einem Tresor, so dreimal rechts, dann nochmal einmal links und dann nochmal viermal rechts? Und wir müssen zuerst den Code finden?
Habt ihr nicht vorhin so ein Stück von einem Wandleuchter bei der Lampe gefunden? Warte, ich hab ja ein Inventar. Ach, stimmt! Teil von 8! Yo, 10 von 10! Ich habe irgendwo einen kaputten Wandleuchter gesehen. Ja, genau. Ganz am Anfang. Ja, wir haben das am Anfang gesehen. Ganz am Anfang, sehr guter Hinweis. Oh, das ist gut. Und das da kommen wir hier sehr, sehr schnell hin. Wir sind wieder back in town! Yeah, wir und da haben wir ihn doch wieder! Sehr nice! Vielen Dank für die ganzen Hinweise. Nice! Leute. Yo! Zack! Welcome back, Ri! Nice! Ja, nice. Das meinte ich. Das ist das Geheimnis der Lampe! Kelly, das ist das Geheimnis der Lampe! Das ganze Drehen bringt legit nichts. Aber die Frage ist trotzdem, warum kann man das so drehen? Das ist ja noch ungelöst. Aber vielen Dank fürs Nachschauen, Kelly, sonst hätten wir da noch Jahre da oben gehangen. Wir haben wieder viel zu kompliziert gedacht. Das Geheimnis der Lampe. Drehen Sie die Lampe 5-mal im Uhrzeigersinn. Genau das. Das ist es doch, Alter. 5, 3, 6. Das kriegen wir hin. Alles klar, wir schauen uns vorher aber noch die Notiz hier an. Aber unabhängig davon, hörst du das? Ich glaube, da im Nachbarraum wird gerade jemand... Nö, ich mach zuerst die Lampe. Nö, der kann da noch ein bisschen länger hängen. Ist okay, ich unterhalte mich zuerst mal mit Feli. Hallo Feli, wie geht's dir denn? Was? Sollen wir ihm... Warum willst du zu ihm? Er sagt doch Hilfe. Shit. Wir haben erste Hilfe geleistet, hast du gesehen? Das Problem hat sich gelöst. Ja. Das Problem hat sich gelöst. Cool. Das Wimmern hat aufgehört. Ich würde sagen, wir haben es gelöst, oder? Wir könnten Ärzte werden. So, Leute, wer sich jetzt noch an den Code erinnert nach dem Schreck, Props. Alter. mach das, Bambi. Mach das. Alter, was war das? Okay. Also, wir haben die Kombination noch im Kopf. Also 5-mal nach rechts drehen, war's ja. Komm, Bruder, gib Spurt. Lol. Vielen, vielen Dank nochmal an Domi und Sorrow. Nice! Geil! Second Floor Corridor! Woo! Leute, geil. Wir sind jetzt Leute von Gryffindor im Second Floor Corridor. Wir haben jetzt dieses Haus hier durchgespielt. Geil! Aber was heißt Second Floor Corridor?